Ich bin Jordi, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Quito, Ecuador. Jena ist eine Studentenstadt. Jena ist eine ganz bunte, multikulturelle Stadt mit vielen kulturellen Aktivitäten. Hier gibt es viele Bars, viele Kneipen, viele Parks, viel Natur, viele Konzerte. Und genau zudem also kann man auch ganz schön zum Beispiel in den Paradiespark gehen und dort einfach ein Buch lesen. Man kann auch zum Landgrafen gehen oder auch zum Jensee ein bisschen wandern. Also ich glaube, hier in Jena findet eigentlich jeder was, was ihn interessieren könnte. Jena hat einfach die perfekte Größe. Ja? Hier sind knapp 25.000 Studenten und das gibt halt der Stadt viel Leben. Seitdem ich hier in Jena bin, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Menschen hier in Jena sehr offenherzig und sehr aufgeschlossen sind. Das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Mein Name ist Katrin Rieken, ich komme aus dem Norden Deutschlands, Emden. Ich habe mich für Jena entschieden, in allererster Linie wegen der Upper School. Die Stadt ist sehr offen, also die Leute kennen sich, die Leute sind sehr sympathisch, die Atmosphäre ist angenehm. Dafür, dass es eine relativ kleine Stadt ist, hat sie viel zu bieten, kulturell wie auch jobtechnisch. Gleichzeitig ist es eine Studentenstadt und das sieht man. Also man geht raus und in jeder Ecke sieht man Studenten, junge Leute. An Kultur kann man ja alles erleben, also von Museen über das Theater, die Philharmonie, bis hin zu Studentenpartys. Die Wagnergasse ist sehr bekannt und sehr beliebt. Planetarium finde ich sehr besonders. Also ich war vorher noch nie in einem Planetarium von dieser Größe. Also es ist ja auch das weltweit betriebsälteste Planetarium und gleichzeitig sehr modern. In Jena gibt es sehr viele Live-Veranstaltungen. Ich war schon auf sehr vielen Konzerten hier. Ich war sehr erstaunt zu sehen, dass hier sogar Wein angebaut wird in Jena. Für mich war es definitiv die richtige Entscheidung, nach Jena zu kommen. Es wird einem sehr viel geboten als Student. Ich bin Angela, komme aus Aachen und studiere Kommunikationswissenschaft und Anglistik. Am Anfang hat es mich ein bisschen irritiert, dass die Stadt doch relativ klein ist. Aber im Laufe der Zeit, wenn man die Stadt auch ein bisschen näher kennengelernt hat, hat man halt gemerkt, dass es ganz viele verschiedene schöne Ecken gibt. Und dementsprechend fühlt man sich hier dann eigentlich einfach nur wohl. Also ich würde sagen, dass man hier sehr gute Voraussetzungen hat zum Studieren. Überlaufen würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also es ist schon so, dass man ab und zu halt eng aneinander sitzt, aber es ist niemals so, dass da jemand irgendwie rausgeschmissen werden muss oder dass man da nichts mitbekommt oder keinen Platz hat. Die TULP ist in Zeiten von Klausuren oder von Hausarbeiten schreiben mit mein Lieblingsplatz zum Lernen, denn man hat da einfach, also ich finde es richtig schön, dass da alles mit Glas ist und man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt gar nicht drin, man kann die ganze Zeit rausgucken. Was ich ganz klasse finde, ist, dass die Datenbanken einfach riesengroß sind. Also man hat unfassbar viel Zugang zu englischen Texten, auch zu französischen Texten. Und zwischendrin kann man sich da mal einen Kaffee gönnen. Also die TULP ist richtig angenehm zum Lernen. Rückblickend glaube ich, Jena war eine richtig gute Entscheidung für mich, denn ich habe hier richtig viele nette Leute kennengelernt und Jena an sich ist einfach sehr gemütlich, aber trotzdem auch facettenreich und das Studium an sich hat mir Spaß gemacht. Jena ist einfach eine Stadt, die ist klein und fein und man fühlt sich wohl. Jena ist sicher ein super Studienort, weil die fachliche Betreuung in den 10 Fakultäten und deutlich mehr als 100 Studiengängen sehr gut ist. Jena ist eine Stadt, in der Interdisziplinarität großgeschrieben wird. Also man wird auf Wege verlockt, die man vorher nicht gesehen hat. Jena ist eine Stadt der kurzen Wege. Man hat es nicht weit von A nach B. Man trifft hochinteressante Leute permanent. Jena ist eine sehr grüne Stadt. Jena hat eine wunderbare Kneipenmeile. Und das Studentenparadies Jena in Kooperation Fachhochschule, Studentenwerk und Universität bemüht sich darum, den Studierenden das Studium so angenehm wie möglich zu machen.